Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Frieden. Bereits am 4.3.2021 wurde durch einen Wanderer in einem Waldstück bei Frieden im Landkreis Hildesheim eine verweste und zum Teil skelettierte männliche Leiche gefunden. Trotz intensiver Ermittlungen steht immer noch nicht fest, um wen es sich bei dem Toten handelt. Weder über den Abgleich der DNA noch über die Veröffentlichung von Einzelheiten zur Person, Bekleidung, aufgefundene Gegenstände, große Kurzsichtigkeit, als auch über den Zahnstatus konnte die Identität des Mannes bisher geklärt werden. Die Ermittler erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung von Bildern einer sogenannten Gesichtsweichteilrekonstruktion, die an der Hochschule Mittweida vorgenommen wurde, Hinweise zur Identität des Toten. Auf Grundlage der knöchernen Struktur des Schädels wurde ein Gesicht modelliert, welches sich zu ca. 60% dem Aussehen des bisher unbekannten Toten annähert. Insbesondere die Kinnpartie sowie die Wangenknochen sind als realistisch anzusehen. Bei den Lippen und den Ohren war eine originalgetreue Rekonstruktion nicht möglich. Die Modellierung der Nase erfolgte auf Basis knöcherner Fortsätze und Ausprägungen der Nasenregion des Schädels unter Einbezug aktuellster Rekonstruktionsmethoden. Hinsichtlich der Gestaltung der Augenlider wurde eine zur Gesamterscheinung passende Form realisiert. Die Ergebnisse der Gesichtsweichteilrekonstruktion in Form von 3D-Modellen sind in einem helleren und einem dunkleren Hautton dargestellt, da es sich bei dem unbekannten Toten sowohl um einen Europäer als auch einen Nordafrikaner gehandelt haben könnte. Insgesamt darf nicht angenommen werden, dass das individuelle Aussehen des Antlitzes des unbekannten Mannes in allen Einzelheiten rekonstruiert werden kann. Ziel der Rekonstruktionsmethode ist es, eine erhebliche Annäherung des Gesamterscheinungsbildes an das individuelle Aussehen des unbekannten Toten zu erreichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121 939 115 entgegen. Uslar, am 30.09.2021 gegen 13.20 Uhr wurde ein 80-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Dassel auf der L548 Höhe Neuer Teich von einem Pkw erfasst. Nach Aussage der 54-jährigen Pkw-Fahrerin aus Nordheim, die die Straße von Dassel in Richtung Uslar befuhr, sei der Zweiradfahrer vom Seitenrand auf die Fahrbahn gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 80-Jährige erlitt schwere Schädel- und Beinverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Göttingen verbracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und stand sichtlich unter Schock. Sie wurde ins Krankenhaus Nordheim verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Das Polizeikommissariat Uslar bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 05571 926 00 00 zu melden. Weiterhin besteht die Frage, von wo das auffällige rote Kleinkraftrad gekommen ist. Zeugen, die das Fahrzeug vorher bemerkt haben, mögen sich auch bei der Polizei melden. Winzenburg, das Herrenhaus Winzenburg, ist jetzt auch Kooperationspartner von Leine Bergland TV. Die Pflegeeinrichtung möchte sich von nun an auch digital stärker in der Region präsentieren und die Social-Media-Kanäle nutzen, um ihre Angebote zeitgemäß zu präsentieren. Darüber hinaus entwickelt man im Herrenhaus derzeit ein innovatives Wohnprojekt, über das wir Sie in den kommenden Wochen genauer informieren werden. Frieden, am letzten Wochenende fanden landkreisweit die Kulturerlebnistage statt, unter anderem auch in Frieden, und zwar im dortigen Freibad. Auf der eigens installierten Seebühne spielte sich den ganzen Tag lang Programm ab, unter anderem dabei die Alba Pipe Band aus Hildesheim und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Winzenburg. Am Abend dann wir, Liedersachsen, und zum Abschluss der Captain mit Band. Zwischendurch haben wir mit dem noch Bürgermeister von Frieden, Wolfgang Heimann, gesprochen. Herr Heimann hier bei uns, der Bürgermeister von Frieden. Mitten in den Bürgermeister. Deswegen habe ich das mit Bedacht auch gesagt. Ne? Genau. Herr Heimann, jetzt sozusagen hier am Ende Ihrer Bürgermeistertätigkeit nochmal hier ein Highlight im Friedener Freibad, nämlich die Kulturerlebnistage. Wir sind jetzt mittendrin. Wie läuft es denn bisher?
Sehr gut, das Wetter hält. Gestern war natürlich noch ein schönerer Tag. Aber wichtig ist, dass es nicht regnet und ab und zu reißt die Wolkendecke auf und die Sonne scheint. Ja, es bleibt trocken und das ist ganz wichtig. Das spricht jetzt für sich. Genau. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, das Freibad Rehn wird im Moment ja saniert. Wie geht es denn weiter hier im Freibad? Ja, das war ja spannend. Es sollten ja an außergewöhnlichen Orten jetzt diese Kulturtage stattfinden. Und da habe ich mir gedacht, das Freibad wird gerade saniert. Das ist ein außergewöhnlicher Ort. Und wir werden zwar nicht ganz fertig, aber den Großteil, dass diese Veranstaltung hier stattfinden kann, haben wir hingekriegt. Die restlichen Pflasterarbeiten gehen jetzt in den Winter. Es ist ja ein Sommerbetrieb hier, das heißt, das stört nicht. Parallel dazu geht jetzt aber ein zweiter Förderabschnitt und Sanierungsabschnitt, nämlich der gesamten Technik, beginnt, wo wir ja auch aus dem Programm des Bundes für Sportstättenförderung, heißt da glaube ich, so knappe 900.000 bekommen haben. Und mit diesem Geld, das beantragt jetzt ist, geht es jetzt also nachdem dieser Außenbereich fertig ist, jetzt in die Sanierung der 60 Jahre alten Technik. Wunderbar, dann also im nächsten Jahr wieder Normalbetrieb sozusagen? Wenn ich jetzt hier eine Aussage treffe, werde ich nächstes Jahr drauf festgenagelt. Okay. Erstmal müssen die Fördergelder dann tatsächlich zugesagt werden. Ja. Das ist vielleicht bis Dezember möglich, wurde uns gesagt. Erst dann, wegen diesem Verbot des vorgezogenen Maßnahmensbeginns, sondern sonst sind die Fördergelder futsch, können wir natürlich nicht vorher ausschreiben und irgendwelche Aufträge vergeben. Okay. So, und jetzt kann sich jeder mal ausmalen, wenn wir vielleicht im Januar ausschreiben, die ganzen Fristen einhalten und dann es zu einer Vergabe kommt. Verstehe. Die Firmen bis zum Beginn der Badesaison. Lassen Sie mich meine Juni Frage mal anders formulieren. Sind Sie optimistisch, dass wir beide noch erleben, dass das Freibad nochmal wieder aufgemacht wird? Also nach 8 Wochen Amtszeit hatte ich einen Herzinfarkt. Okay. Also, jetzt haben Sie einen Defibrillator, kann nicht mehr viel passieren. Sag ich mal, sicher zu sein, dass man im nächsten Jahr noch lebt, kann keiner. Aber ich bin mir sicher, ich habe hier schwimmen gelernt. Ich habe hier Frei- und Fahrtenschwimmer gemacht. Also ich bin mir sicher, dass ich hier noch zum Baden komme, solange ich mich noch über Wasser halte. Ganz fantastisch. Wir werden hier nachher, das habe ich gehört, zum Abschluss der Veranstaltung wird der Bürgermeister natürlich mit seinem Team noch mal eine Runde durchs Becken ziehen. Oder ist das ein Gerücht? Ich hatte schon befürchtet, dass ich einen Körper vom Dreier machen muss. Gott sei Dank haben wir da nur 60 cm Wasser. Das kann ich aus Sicherheitsgründen nicht. Ah, ich verstehe. Ja, schade natürlich irgendwo. Aber ich habe gehört, zumindest die warmen Duschen sind betriebsbereit. Also und zur Not könnten wir uns da einigen und das machen. Okay, wir schauen mal. Vielen Dank erstmal. Ne? Nordstemm, zum Abschluss noch was Tierisches. Hunde bitte direkt von der Leine und dann viel Spaß. Mit diesen Worten wurden am letzten Freitag alle zweibeinigen Besucher des Freibads in Nordstemm begrüßt. Zum 4. Mal fand dort das Hundeschwimmen statt, als Abschluss der Saison. Bei bestem spätsommerlichem Wetter durften die Vierbeiner bei angenehmen 18 Grad Wassertemperatur im Wasser planschen. Da das Freibad seit dem 15. September geschlossen ist, befindet sich kein Chlor mehr im Wasser. Somit ist es für die Hunde ungefährlich, in die Schwimmbecken zu springen. Gemeindemitarbeiterin und Organisatorin des Hundeschwimmens, Nadine Wrobel, zeigt sich begeistert. So viel war noch nie los. Das ist großartig. Bei vorherigen Aktionen wie dieser waren um die 80 Hunde anwesend. An diesem Freitag besuchten bereits in der ersten Stunde 55 Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen das Freibad. Die Idee des Hundeschwimmens kam ursprünglich von einer Ratsfrau, die selbst einen Hund hat und auch den Vierbeinern den Spaß im Freibad ermöglichen wollte. Duingen. Das Autohaus Duingen hat übrigens auch eine Reihe attraktiver Gebrauchtfahrzeuge. Wir haben diese Gebrauchtfahrzeuge mal in einer Sendung zusammengestellt. Südniedersachsen preiswert. Achten Sie mal drauf. Schauen Sie rein bei uns. Da gibt es wunderbare Angebote. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.